Ja, willkommen zu meinem ersten Video-Tutorial. Ich möchte Ihnen jetzt erstmal den Dateimanager PC MANFM vorstellen. Ganz einfach mal ein paar Infos am Anfang. Er nutzt GTK und ist der Standard-Dateimanager von der Arbeitsumgebung LXT. Für die, die den nicht kennen, ist es eine sehr schnelle Arbeitsumgebung, besonders für langsame Rechner. Okay, jetzt fangen wir erstmal an. Wir haben fünf Bereiche. Einmal hier die Menüleiste, dann hier die Toolbar. Dann einmal die Seitenleiste und die Hauptansicht und ganz unten nochmal einmal die Statusleiste, wo einfach nur die Infos zu dem aktuellen Ordner angezeigt werden. Okay, gehen wir einmal in die Menüleiste. Wir haben ein ganz normales Dateimenü, das Bearbeitenmenü. Wir gehen einmal auf Einstellung. Moment. So. Hier kann man jetzt zum Beispiel für die Dateivorschau etwas einstellen oder das zu verwendende Terminal angeben. Es sind auch schon mehrere voreinstellbar. Ich habe jetzt Xterm genommen. Das ist schön einfach und schlicht. So, unter Desktop kann man jetzt angeben, dass man Dateisymbol auf dem Desktop anzeigen möchte oder ob man einen Hintergrund zeichnen lassen möchte. Das ist zum Beispiel sehr praktisch für Arbeitsumgebungen wie oder Fenstermanager wie Openbox und Fluxbox. So, unter Gehe zu kann man ganz normal wie bei Tuna oder Nautilus auch navigieren. Die Lesezeichen sind kompatibel mit Tuna und Nautilus, sind auch dieselben, wie hier angezeigt werden können. Unter Ansicht kann man ein paar Anzeigeoptionen einstellen, zum Beispiel die verborgenen Dateien anzeigen. Die kann man natürlich auch wieder mit dem Tastenkürzel STRG und H ausblenden. Unter Werkzeuge haben wir zwei nette kleine Werkzeuge. Einmal den Terminal öffnen, dann können wir das aktuelle Verzeichnis im Terminal öffnen. So, jetzt haben wir das aktuelle Verzeichnis im Terminal geöffnet. Ich kann das noch einmal besser verdeutlichen. Wir gehen in einen Ordner. So, und jetzt, wie Sie hier sehen, sind wir im aktuellen Ordner. Wenn ich jetzt hier mal so, sehen Sie hier, ist der aktuelle Ordner. Ist sehr praktisch, wenn man jetzt im Dateimanager etwas gesucht hat und dann nicht direkt im Terminal dann die ganzen Befehle dafür eingeben möchte. Man kann auch noch den aktuellen Ordner als Root öffnen. Besonders praktisch, wenn man irgendwelche Konfigurationsdateien gesucht hat, diese gefunden hat, etwas ändern möchte, aber nicht schon wieder die ganzen Ordner nochmal neu suchen möchte. So, unter Hilfe haben wir noch ein paar Infos zu PacMan.fm. Okay. Kommen wir mal zur Toolbar. Hier haben wir jetzt ein ganz besonderes Feature des Dateimanagers. Er unterstützt nämlich Tabs. Jetzt haben wir hier zwei Tabs, in denen kann ich auch wechseln. So. Und habe jetzt die beiden Ordner offen. So hat man einfach nur, wie beim Mozilla zum Beispiel auch, oder beim Mozilla Firefox, auch verschiedene Tabs offen und muss dann nicht mehrere Instanzen von PC-MAN-FM offen haben. Okay, zur Seitenleiste noch einmal haben wir einmal die Ansicht, dass wir ja mal den Hauptordner, also den Home-Ordner und den Desktop haben. Des Weiteren haben wir hier die Lesezeichen. Man kann aber auch die Baumansicht des gesamten Dateisystems benutzen. Je nachdem, was man lieber möchte. Ich habe jetzt zum Beispiel die Lesezeichen genommen. Okay, das war's dann auch schon und ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.